Das Bioenergiezentrum des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster in Freienhufen. Bis zu 24.000 Tonnen Bioabfall können hier jährlich verwertet werden. Komposterde und Wärmeenergie entstehen. In den letzten Monaten ist die Vergärungsanlage umgebaut worden. Mitte November war der Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster eine von zwei Stationen der Kreisbereisung von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel und OSL-Landrat Sigurd Heinze. Und das nicht ohne Grund. Nach der Vorstellung des Verbandes durch Verbandsvorsteher Dr. Bernd Dutschmann erhielt der Minister bei einem Rundgang Einblick in die Verarbeitung der Bioabfälle in Freienhufen. Die soll nach dem Umbau der Vergärungsanlage jetzt noch effektiver werden. An diesem Tag sollte der Probebetrieb starten. Der AEV startet damit in den nahezu vollständigen Stoffkreislauf. Ja, wir sind damit die erste Anlage im Land Brandenburg, die die hochwertige Verwertung von Bioabfällen realisieren kann. Das heißt, wir nutzen die Bioabfälle nicht nur stofflich, indem wir Kompost daraus herstellen, sondern wir vergären die Bioabfälle vorher und können dadurch noch Energie erzeugen, bevor dann die stoffliche Verwertung in Form von Kompost erfolgt. Die umgebaute Anlage bringt einige Verbesserungen im Vergleich zur bisherigen Situation. Ja, der große Vorteil gegenüber dem alten Betrieb ist, dass wir die aufwendige Abluftreinigungsanlage nicht mehr betreiben müssen, die sehr viel Gas benötigt hat, sondern dass jetzt die Abluft über einen Biofilter gereinigt werden kann, was betriebskostentechnisch deutlich günstiger ist und auch die energetische Situation verbessert. Die Pläne zum Umbau der Anlage hatten die Landkreise Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz als Träger des Verbandes bereits im Jahr 2015 in Angriff genommen. Damals war das keine leichte Entscheidung. Natürlich, es ist ja auch eine sehr wegweisende Entscheidung. Wir mussten 6 Millionen Euro in die Hand nehmen. Da sollte man sich schon schwer machen. Und wir haben lange gerechnet, lange überlegt und dann aber Ja gesagt. Und jetzt sind wir froh drüber. Und auch die Einführung der Biotonne im Jahr 2019 war keineswegs ein schneller Entschluss. Wir waren durchaus skeptisch, weil gerade auch der Landkreis Elbe-Elster ja sehr ländlich geprägt ist. Und da wussten wir nicht, die Menschen, die halt eigene Gärten haben, die gewohnt sind, selber zu kompostieren, nehmen sie auch die Biotonne in Gebrauch. Aber wir sind positiv überrascht. Die Devise lautet, weiter Werbung für die Biotonne zu machen. Nur so kann die Anlage Stück für Stück weiter ausgelastet werden. Momentan werden die Kapazitäten zu rund 65% genutzt. Da ist Spielraum nach oben. Trotzdem ist dieser Tag ein guter. Auf alle Fälle ein hoher Grad an Zufriedenheit, dass das überhaupt gelungen ist, eine solche Anlage zu errichten, dass der gesamte Raum Südbrandenburg, also drei Landkreise und die kreisfreie Stadt Cottbus, die Biomasse hier entsorgen und vergären und verstromen lässt. Und dass dann letztlich dies auch noch Anerkennung gefunden hat im Ministerium und heute der Minister persönlich vorbeigekommen ist, um auf den roten Knopf zu drücken, das erfüllt uns schon ein klein wenig auch mit Stolz. Also ich nehme nur den allerbesten Eindruck mit, weil hier ist es gelungen, Kompostierung tatsächlich in der Bevölkerung auch mehrheitsfähig zu machen. Also ein Großteil der Bevölkerung nutzt die braune Tonne in der Lausitz. Es gibt noch einen großen Nebeneffekt und der war heute eben auch sehr interessant zu sehen, dass also dieses Kompostiergut auch dazu genutzt wird, Gas zu gewinnen, Biogas zu gewinnen und damit auch einen Beitrag zu leisten, dass wir Energieeinsparungen in Deutschland und eine bessere Gasversorgung bewerkstelligt bekommen. Ab 2023 soll die Anlage in den Regelbetrieb gehen. Neben der Optimierung des gesamten Verwertungsprozesses will der Abfallentsorgungsverband dann prüfen, ob das erzeugte Biogas wirtschaftlich in Biomethan umgewandelt und damit fossiles Methan ersetzt werden kann.